Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Kurosh Talisani. Ich bin Oberarzt in der Asklepios Klinik Altona, aus der ich Sie herzlich begrüße. Ich muss leider Herrn Professor Puhl entschuldigen, der heute Abend verhindert ist, und er bat mich darum, heute das Webinar zu halten. Ich denke, wir beginnen mit der Präsentation. Das Thema ist ja gastroösophagealer Reflux, eine relativ häufige Erkrankung, über die ich Sie jetzt ein bisschen hindurchführen möchte. Was ist Reflux? Es betrifft sozusagen den Bereich zwischen Speiseröhre und Magen. Wir haben ja einen normalen Schluckvorgang, dass die von uns im Mund schon anverdaute Speise in den Magen rutscht über die Speiseröhre. Die Speiseröhre ist dabei so eine Art Fallrohr. Das bedeutet, die Speise rutscht im Prinzip nur durch die Speiseröhre in den Magen und wird dann weiterverdaut. Das Besondere an der Speiseröhre ist aber, dass sie diesen Rutschvorgang, wie ich den mal nennen würde, aktiv unterstützt, indem sie eine gerichtete Kontraktion hat. Das Weitere ist, was diesen Bereich besonders ausmacht, dass normalerweise die Speise, die dann im Magen ist, nicht wieder in die Speiseröhre zurückrutschen kann. Auch wenn man sich vielleicht auf den Kopf stellt, dürfte eigentlich keine Speise oder Flüssigkeit zurückrutschen. Und nun haben wir halt das Phänomen, dass es sowas auch eben sein kann, also nicht gesund ist dieser Übergang. Und da kann es eben sein, dass durch bestimmte Mechanismen, wie hier auch schon aufgeführt, durch Veränderung der Druckverhältnisse, Mageninhalt, Magenflüssigkeit in die Speise zurückfließt, insbesondere in den unteren Anteil und dann zu Schädigung der Speise für der Schleimhaut führen kann und da auch eben Beschwerden machen kann in Form von Schmerzen, Schluckbeschwerden. Darauf komme ich dann gleich. Das wäre sozusagen so eingangs die Definition und auch der Pathogenmechanismus, den ich hier jetzt noch ein bisschen näher erklären möchte. Man kann hier den Übergang, das ist natürlich eine anatomische Zeichnung, die auch gar nicht so am Anfang gar nicht zu verstehen wird, aber wir nennen das ist hier die Speiseröhre, also Ösophagus im Fachbegriff genannt. Hier rutscht die Speise sozusagen in den Magen und hier ist eine Barriere, das ist der Durchtritt durch das Zwerchfell. Wir befinden uns hier sozusagen im Brustkorbbereich und hier im Bauchbereich. Und die Speise rutscht hier runter und diese ganze Region stellt sozusagen die Barriere dar, dass das, was hier im Magen gelangt ist, nicht wieder zurückrutschen kann. Hier ist es ja schon mit den Pfeilen sehr gut angedeutet, dass eben bei diesem pathologischen Mechanismus die Speise wieder zurückrutschen kann und dann eben durch diese roten Pfeile demonstriert zu Schmerzen und zu Beschwerden führen kann, aber auch zur Schädigung der Schleimhaut, die sozusagen die Speiseröhre auskleidet. Ich gehe einmal eine Folie weiter. Hier kann man das nochmal in einer anderen Darstellung sehen. Hier rutscht die Speise runter, aktiv gesteuert durch die Kontraktion. Die Speiseröhre ist sozusagen ein Muskelschlauch, die presst in ganz feinen Kontraktionen die Speise sozusagen in den Magen und in seltenen Fällen rutscht hier mal was aus. Man kennt es von Aufstoßen oder auch wenn man mal was Falsches gegessen hat und eine Magenverstimmung hat, kann auch Speise hier hochrutschen. Im Extremfall erbricht man dann, das geht. Aber ein wiederholtes Hochrutschen ist eigentlich nicht normal. Und hier sind schon einige Faktoren genannt, wieso das so sein könnte. Einmal ist dieser Übergang, der untere Ösophagus-Sphinkter, hier so als inkompetent bezeichnet. Also dieser ganze Bereich funktioniert nicht so, wie er funktionieren soll. Das kann einer der Gründe sein. Die Speiseröhre kann eine gestörte Kontraktionswelle haben. Das heißt, es funktioniert nicht so, wie es eigentlich sein soll, nicht koordiniert. Das kann ein weiterer Faktor sein, weshalb man eine Refluxerkrankung hat. Dann kann der Magen übersäuert sein. Das führt zu vermehrter Sekretion und auch vielleicht zu einem Rückfluss. Der Magen kann auch eine Abflussstörung haben. Das erklärt sich dann so, dass hier vielleicht eine Enge ist. Hier dieser Verschlussmechanismus, hier haben wir auch einen Muskel, einen Ringmuskel,
der portioniert die Speise aus dem Magen herauslässt. Das kann gestört sein und dann staut sich die Speise hoch und der Druck kann so hoch sein, dass es auch hier zurückrutschen kann. Also die Ursache kann auch hier unten liegen, sodass hier der Reflux ist. Aber häufig, das Häufigste ist die Veränderung der Anatomie und der Vorgänge hier, die sozusagen zu dem Reflux führen. Hier ist es jetzt nochmal in einer dritten Darstellung ein bisschen verwirrend, aber wenn ich Sie da durchführe, verstehen Sie das oder sollten Sie das verstehen? Ich habe hier nochmal das Zwerchfell und hier den Durchtritt der Speiseröhre in den Magen. Also man sieht, dass ein ganz kleiner Teil der Speiseröhre auch im Bauchbereich ist. Der Rest ist im Brustkorb. Die Speise rutscht hier runter, unterstützt von Kontraktion der Muskulatur, die man hier sieht, sodass das hier unten hingelangt. Wenn jetzt hier die Anatomie gestört ist durch Veränderung dieses Winkels, durch Veränderung der Lage dieser Region, das kann hier hochrutschen, das nennt man dann eine Zwerchfellhernie, kann der Verschlussmechanismus gestört sein und dann kann es zu dem sogenannten Reflux, also zurückrutschen von Mageninhalt, Magensaft hier in die unteren Speiseröhrenanteile. Hier sieht man, dass das dann zu aggressiven Veränderungen führen kann in der Schleimhaut. Der Pathomechanismus ist eben häufig definiert auch durch Veränderung dieses Überganges. Das hatte ich ja schon in der vorigen. Ich gehe noch einmal zurück zu dir. Das ist sozusagen ein normaler Übergang, dass der Übergang Speiseröhre zum Magen, den man hier unten sieht, unterhalb des Zwerchfells ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann verändern sich hier dieser ganze Raum oder dieser ganze Bereich kann verlagert sein hier oben und dann hat das eine ganz andere Wirkung. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass auch die Druckverhältnisse anders sind. Im Brustkorb haben wir einen anderen, sogar einen Unterdruck und im Bauch einen anderen Druck. Auch das spielt zusammen mit diesen Vorgängen eine Rolle, weshalb Speise zurückrutschen können. Nochmal jetzt zu den Hernien. Das heißt, dieser Bereich rutscht nach oben und ist nicht mehr in der typischen Lage. Das führt zu Störung dieser Verschlussbarriere. Auch dieser Vorgang, wo neben der Speise was hochgerutscht ist, verändert die anatomischen Strukturen und die anatomische Lage ist nicht ganz so häufig wie diesen Typ, aber führt auch zu Störung des Verschlussmechanismus. Genauso wie diese Mischform. Und im Extremfall haben wir es sogar so, dass ein ganz großer Teil oder sogar der ganze Magen oberhalb des Zwerchfells zu liegen kommt. Dann haben die Leute häufig gar nicht mehr so Refluxbeschwerden, sondern sie haben einen Druck über dem Brustkorb, sodass man erstmal an Herzprobleme, an Lungenprobleme denkt. Das wird dann weiter vom Herzspezialisten untersucht und man stellt fest, das ist gar nicht die Ursache. Und wenn man dann weiter nachforscht, merkt man, dass der Magen gar nicht in seiner typischen Lage ist, also hier unten wie hier, sondern nach oben gerutscht ist. Das ist ein Vorgang, der gar nicht plötzlich entsteht, sondern das ist eine Lagevariante, die sich wahrscheinlich über viele, viele Jahre entwickelt. Und das kann auch zu Problemen haben, hat aber häufig ein anderes Problem als nur Reflux. Aber das soll nur demonstrieren, wie sensibel dieser Bereich ist, der normal so aussieht. Und hier, wenn hier alles intakt ist, ist ein Reflux, wie gesagt, sehr selten. Liegt das vor? Dann kann das schon zu einer Refluxerkrankung führen. Das ist die häufigste Art mit 70%. Das ist extrem selten, aber wir sehen es immer mal wieder. Wir müssen das dann auch operieren und den Magen dann wieder hier nach unten platzieren. Also die häufigste Ursache oder mit die häufigste Ursache, die zu der Inkompetenz dieser Region führen, ist zum einen der Zwerchfellbruch, hier als Hiatushernie bezeichnet, dass diese Inkompetenz auftritt, dann, dass zu viel Säure entsteht, die Entleerungsstörung ist nicht ganz so häufig und auch die Störung der Motilität des Ösophagus ist nicht ganz so häufig, die dann zu diesem Reflux führen kann. Hier haben wir mal ein Röntgenbild,
Ein ganz seltener Befund, mit der Patient oder die Patientin Kontrastmittel geschluckt und man sieht, dass die Kontrastmittelansammlung hier oben ist. Das ist das Schwarz-Graue. Man sieht hier auch so eine Randfigur und hier Luft. Und das ist sozusagen der Befund. Ich gehe nochmal hier zurück. Diesem entspricht, dass ein Großteil oder der Magen komplett oberhalb des Zwerchfells ist. Das Zwerchfell sieht man hier, sodass wir hier von einem in den Brustkorb verlagerten Magen sprechen müssen vom Röntgenbild. Man kann das heutzutage auch sehr elegant im Computertomogramm oder im Kernspin darstellen, aber dies ist auch eine sehr elegante Methode, weil man einfach auch sieht, wie würde die Speise, die jetzt sozusagen als Kontrastmittel hier sozusagen simuliert wird, weiter rutschen und man sieht, dass die hier oben praktisch bleibt, oberhalb des Zwerchfells und dann nur ganz schwierig abfließt in den Zwölffingerdarm, den man hier angedeutet sieht. Also ein besonderer Befund, den man hier in diesem sehr seltenen Bild auch darstellen kann. Was macht so eine Erkrankung für Beschwerden? Also zurück zu der Refluxerkrankung. Die häufigsten Beschwerden, das ist das Typische, was von Patienten eben auch in der Praxis beim Vorstellen beim Arzt angegeben wird, sozusagen ein Sodbrennen, das ist Schmerzen hinter dem Brustbein, nach dem Essen, auch vielleicht schon während des Essens oder auch beim Schlafen, dass man merkt, dass irgendwie ist ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein. Das ist hier auch nochmal dezidiert aufgeführt, dass auch Säure hochrutscht. Das kommt natürlich dann noch dazu. Teilweise vergesellschaftet mit Oberbauchschmerzen. Das ist nicht so typisch. Hohe Bauchschmerzen oder diffuse Bauchschmerzen. Aber auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Patienten teilweise zum Arzt gehen, weil sie heiser sind, weil sie vermehrt Husten haben oder man denkt, man hat eine Bronchitis und die Ursache darin liegt gar nicht mal in der Lunge, sondern ist Folge des sauren Aufstoßens. Insbesondere wenn Patienten nachts liegen und dieser Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen nicht funktioniert und man hat spät gegessen, kann es sein, dass nachts, wenn der Patient schläft, Speise hier hochrutscht und bis in den Mund rutscht und dann in kleinen Mengen in die Luftröhre gelangt oder an den Kehlkopf und dann zu einer Kehlkopfentzündung und damit Heiserkeit führen. Also wir Ärzte, insbesondere der Hausarzt, wo der Patient sich in der Regel als erstes vorstellt, kann anhand der Anamnese und der Krankengeschichte teilweise auch vermuten, dass möglicherweise die Heiserkeit, auch die Luftbeschwerden, also Asthma oder Husten, gar nicht so unbedingt bei der Lunge liegt, sondern vielleicht auch beim Reflux, der sozusagen dann in die Luftröhre gelangt ist. Schluckbeschwerden treten auch auf, insbesondere wenn sich die Schleimhaut verändert hat. Das kann Schmerzen machen. Und in seltenen Fällen haben wir auch Veränderungen in der Schleimhaut, die dann bluten. Dann kann das auch zu einem chronischen Blutverlust führen, zu einer Blutarmut, die im Blutbild vom Hausarzt festgestellt wird oder vom Arzt. Ja, kommen wir nochmal zum Hausarzt. Der Patient sitzt vor ihm und der Patient beklagt Beschwerden beim Schlucken, insbesondere hinter dem Brustbein. Und da sind wir Ärzte dann aufgefordert, nachzudenken, was das sein könnte. Und häufig ist es häufig, also Refluxerkrankung. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass hinter solchen Beschwerden, insbesondere wenn man dann genauer nachfragt und der Patient berichtet, dass es insbesondere Beschwerden hat beim Essen mit festen Bestandteilen wie ein Stück Fleisch oder ein Stück gröberes Brot und das dann Schmerzen macht hinter dem Brustbein, Schluckbeschwerden, dass da immer an ein, oder man sollte sagen, dass ein Krebs ausgeschlossen wird oder immer daran gedacht werden muss, dass sowas dahinter stecken könnte. Das heißt nicht, dass alle, die Schluckbeschwerden haben, sowas haben können. Aber wir Ärzte müssen immer daran denken, dass auch sowas mal dahinter stecken kann. Es gibt andere Ursachen, die sind nicht so dramatisch, aber auch sehr kompliziert. So die Achalasie ist eine Erkrankung, wo die Koordination des Schluckaktes, also ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Speiseröhre eine Kontraktionswelle hat, die beim Schluckakt ausgelöst wird und diese Kontraktion ist gerichtet Richtung Magen und wenn die gestört ist, und das sieht man hier in diesem Bild,
dass das Kontrastmittel nicht richtig abfließt, weil eine Kontraktion nicht ausgelöst wird, beziehungsweise ein Krampf hier unten entstanden ist. Und der Krampf verhindert, dass das, was verschluckt wird, in diesem Fall Kontrastmittel, nicht weiter in den Magen fließen kann. Das ist ein spezielles, ein besonderes Krankheitsbild und wird eben Achalasie bezeichnet. Es können aber auch Schluckbeschwerden, also wie genannt, durch Verätzungen, durch Bestrahlung entstehen oder auch durch Entzündung eben im Rahmen der Refluxerkrankung. Hier sieht man einmal einen Ultraschall von der Speiseröhre mit einem Tumor mit deutlicher Wandverdickung und hier das Korrelat im Ultraschallbild. Also es ist wichtig, dass wenn Patienten mit diesem Beschwerdebild und diesen ganzen Beschwerde, die geklagt werden können oder beschrieben werden können auf Nachfrage oder auch direkt vom Patienten berichtet, ich habe Sodbrennen nach dem Essen oder ich habe saures Aufstoßen und das kommt immer wieder, dass dadurch, dass häufig die Refluxkrankheit dahinter steckt, weil das sind so die Symptome, die klassisch dafür sind, aber wir müssen eben auch genau hinhören, um eben herauszuhören, dass vielleicht auch noch was anderes dahinter stecken können und das bedarf dann einer gezielten weiteren Untersuchung, auf die ich gleich eingehe. Also, das Wichtigste für uns ist, dem Patienten genau zuzuhören, was berichtet er, um dann dezidiert nochmal nachzufragen, wann haben Sie denn diese Beschwerden, tritt das immer wieder auf. Also, eine meiner beliebtesten Fragen ist, wenn man über Reflux ist, wie ist es denn, wenn Sie sich die Schuhe zubinden? Heutzutage gibt es ja immer noch Schnürschuhe, viele Schuhe braucht man ja nicht mehr zu schnüren, aber wenn man sich bückt, um den Schuh zuzubinden, dann neigt man sich nach vorne und das ist häufig ein sehr typischer Mechanismus, wo Reflux ausgelöst werden kann. Und wenn der Patient berichtet, ja, genau dann habe ich diese Beschwerden, dann ist das relativ klassisch dafür, dass man so eine Refluxproblematik haben könnte. Also man fragt sehr dezidiert nach, wann das ist, wie das auftritt, was für genaue Beschwerden, wo das lokalisiert ist. Dann kann man das vermuten und es ist durchaus erlaubt, dass man dem Patienten dann einmal Medikamente gibt, die man bei dieser Refluxerkrankung einsetzt und guckt, ob es besser wird. Das ist etwas, was durchaus vertretbar ist, aber auch kontrovers diskutiert wird, und zwar aus folgendem Grunde. Und da komme ich letztendlich auf das auch was zurück, was ich gerade vorher gesagt habe, dass wir eigentlich auch ausschließen müssen, dass nicht was anderes dahinter steckt. Und das kriegen wir mit der Endoskopie raus. Also meiner Meinung nach ist, dass wenn ich den Verdacht in der Krankengeschichte habe, also hier in der Anamnese habe, dass Reflux vorliegt, ist eigentlich der erste Weg, dass man eine Endoskopie macht, also eine Magenspiegelung. Magenspiegelung ist ja gemeinhin die Spiegelung. Wir kürzen das im Fachbereich ÖGD ab, also eine Spiegelung der Speiseröhre, eine Spiegelung des Magens und eine Spiegelung des Anfangs vom Zwölffingerdarm. Das steckt hinter einer Magenspiegelung, also Endoskopie hinter. Damit kann ich relativ sicher sagen, dass man keinen bösartigen Tumor übersieht und ich kann Veränderungen der Speiseröhre erkennen oder dieses Übergangs Speiseröhre zum Magen, ob da Veränderungen vorliegt, insbesondere ob da Entzündung vorliegt oder ob da ein Zwerchfellbruch vorliegt in der Form, die ich Ihnen ja schon gezeigt habe. Ergänzen könnte man dann, wenn man was gesehen hat, was weiter untersucht wird durch Röntgen, mit CT oder Kontrastmitteln nacharbeiten. Zusätzlich gibt es noch andere Untersuchungen, auf die ich dann noch später eingehen werde. Also diese Behandlung mit Medikamenten als Exjuvantibus, das heißt, ich gebe ein Medikament und wenn der Patient 2 Wochen später kommt und sagt, es ist alles bestens mit dem Medikament, kann ich erstmal davon ausgehen, dass das möglicherweise passend zu einer Refluxerkrankung ist. Würde mir persönlich aber, wie gesagt, nicht erreichen. Deshalb sollte man trotzdem, auch wenn die Wirkung da ist, immer einmal eine Magenspiegelung gemacht werden aus verschiedenen Gründen. Gucken, warum der Reflux da ist. Sind schon Schleimhautveränderungen da? Wenn Schleimhautveränderungen sind, welche Art von Schleimhautveränderung man hat, um das einfach auszuschließen. Oder auch um andere Ursachen im Magen oder Magenausgang festzustellen. Also das ist ja eine Magenspiegelung, ist eine relativ
gut durchführbare Untersuchung, die von den meisten Patienten gut vertragen wird und auch nicht lange dauert und auch nicht gefährlich ist. Von daher ist es eine sehr vertretbare Untersuchung und sehr wichtige Untersuchung in dem Zusammenhang. Hier sieht man das einmal, dass man sozusagen einen Schlauch in der Speiseröhre hat und man sieht hier, dass der Speiseröhrenpförtner beim Rückblick zurück in die Speiseröhre sozusagen weit ist und man hier als Endoskopiker schon beschreiben kann, dass da ein Zwerchfellbruch vorliegt, also eine Hiatushernie, wie ich Ihnen das ja in der Skizze vorher gezeigt habe. Also man kann Veränderungen der Schleimhaut nachweisen, die durch das Hochrutschen des sauren Mageninhalts entstehen kann. Man kann einen Zwerchfellbruch nachweisen und das ist sehr wichtig, eben diese Differentialdiagnosen, wie wir das nennen, also diese Alternativen, die Alternativkrankheiten, die eben genauso solche Beschwerden machen können, wie an erster Stelle ein Speiseröhrenkrebs oder Mageneingangskrebs, eine Veränderung der Funktion der Speiseröhre könnte man sehen. Und man kann natürlich auch erkennen, was vielleicht im Magen oder im Zwölffingerdarm krank sein könnte und vielleicht auch Beschwerden auslösen könnte, die ähnlich sind. Also eine sehr, sehr wichtige Untersuchung und nochmal hier oben aufgeführt, ÖGD, also gemeinhin Magenspiegelung, aber es ist nicht nur eine Magenspiegelung, ganz wichtig, Speiseröhre wird untersucht, Magen wird untersucht und ein Großteil des Zwölffingerdarms. Also eine ganz wichtige Untersuchung, mit der man all diese Sachen sehr gut erkennen kann und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Hier sieht man das einmal, warum das so wichtig ist, auch bei Patienten, die eine eindeutige Anamnese haben, die auch auf die Medikamente, die man vielleicht vorab schon eingesetzt hat, gut reagiert hat. Aber man kann eben auch mit der Spiegelung solche Sachen, also hier gucken wir in die Speiseröhre, in den Übergang in den Magen und das ist sozusagen der letzte Abschnitt der Speiseröhre, das ist die Schleimhaut. Man sieht hier Unterschiede zwischen dieser glänzenden, zartrosanen Schleimhaut und dieser zungenartigen Veränderung, so, die sich hier so ausbreiten. Und das ist eine geschädigte, chronisch geschädigte Schleimhaut der Speiseröhre, die sich verändert hat. Das ist eine sogenannte Barrett-Oesophagus-Schleimhaut, die nach einer speziellen Bezeichnung, dass hier sozusagen sich dieses Gewebe, also dieses Epithel, was die Speiseröhre auskleidet, das ist ein bestimmtes, hat eine bestimmte Qualität, dieses Epithel, und entspricht sozusagen den Anforderungen der mechanischen Belastung der Speise, die da sozusagen runterrutscht, also ein sogenanntes Plattenepithel, wie wir es auch auf der Haut haben. Da haben wir verhornendes Plattenepithel, hier haben wir nicht verhornendes, aber es ist ein Epithel, was eine gute Substanz, die den Schluckvorgang unterstützt und auch nicht zu Schaden kommt in der Regel von dem, was wir jetzt schlucken. Aber hier ist ein Schaden entstanden durch die Säure, durch die Speise, die chronisch zurückrutscht und hat hieraus zu einer Schleimhautveränderung geführt. Die Schleimhaut ist so angegriffen, dass sie sich auch verändert hat. Und auf diesem Boden kann es eben in seltenen Fällen mal zu bösartigen Erkrankungen führen. Eine Erkrankung, also ein Krebs im Übergang von Speiseröhren zum Magen. Eine Erkrankung, die leider in den letzten Jahren zunehmend beobachtet wird und an Häufigkeit in diesem Bereich zunimmt. Wie gesagt, das ist ein seltener Befund. Häufigere Befunde sind eben durch die Schleimhautreizung entstandene Rötung, wie hier zu sehen, oder auch Schleimhautdefekte, die auch teilweise so felderartig sind, nicht alle auf die ganze Seite, sondern immer nur einzelne Felder, dann kann es zu mehreren Ausdehnungen kommen. Also es ist eine Steigerung dieser Veränderung bis zu, dass man ein Geschwür auch im Bereich der Speiseröhre Ausgang hat oder auch durch Abheilung eine Enge hat oder eben diese Schleimhautveränderung. Also das beginnt mit leichten Rötungen, kann sich steigern zu einzelnen rötlichen Flächen bis zu kompletter Rötung der unteren Speiseröhrenschleimhaut und im Extremfall
zu Komplikationen mit Geschwür, mit abheilenden Geschwüren, die zu Engen führen können. Das wird hier mit diesen beiden Herren, die das beschrieben haben, Safari Miller, beschrieben, die sozusagen die Erkrankung der Schleimhautveränderung, endoskopischen Schleimhautveränderung beschrieben haben. Also hier haben wir sozusagen den Begriff der Volkskrankheit aufgeführt. Das ist in dem Zusammenhang so zu verstehen, dass eben ein Großteil der Bevölkerung Reflux hat. Ein Großteil der Bevölkerung heißt etwa 10% haben Refluxbeschwerden im unterschiedlichen Alter. Ältere Patienten, jüngere Patienten. Das ist einfach so. Teilweise leiden die Leute sehr darunter, aber teilweise ist es einfach auch ein Phänomen, was der Patient gut tolerieren kann. In 10% von diesen Patienten haben wöchentlich Beschwerden, zunehmende Beschwerden. 10% haben eine richtige, wiederum 10% von diesen haben eine Entzündung der Speiseröhre. Wieder von dieser Gruppe haben eine Veränderung der Schleimhaut, wie ich sie gezeigt habe, diese sogenannte Barrett-Schleimhaut, also richtig diese zungenartigen Veränderungen. Und wiederum von diesen 10%, von diesen 10% haben wieder 10% nur entwickeln einen Krebs. Also das ist nicht so, dass alle, die eine Refluxerkrankung haben, einen bösartigen Tumor entwickeln. Bei weitem nicht, überhaupt nicht. Das soll nicht so verstanden werden, aber in ganz seltenen Fällen. Aber, und das ist das Wichtigste für unser ärztliches Handeln, immer sowas im Hinterkopf, dass sowas entstehen könnte. Und genau hinhören, was berichtet der Patient und dann die richtige Weiche stellen, dass man sagt, okay, hier müssen wir eine Magenspiegelung machen, um sicher zu sein, dass wir nichts übersehen. Also eine häufige Erkrankung, die in vielen Fällen sehr, sehr gut, wie wir gleich sehen werden, zu behandeln ist und dann passiert auch nichts. Aber wir müssen auch immer wieder erkennen, dass es auch andere Wege nehmen kann bis zu Veränderung der Schleimhaut. Und aus diesen leider auch in ganz seltenen Fällen, aber eben an Häufigkeit zunehmend auch bösartige Tumoren im Übergang Speiseröhre zum Magen ist. Das ist ein Tumor, der eben wieder deutlich zunimmt im Vergleich zu anderen Regionen der Speiseröhre, wo es auch Krebs entstehen kann, die aber nicht mehr so häufig sind. Was kann ich gegen den allgemeinen Reflux tun? Da kann man, wie wir gleich sehen, wir Medikamente einsetzen, aber man kann auch schon durch gewisse Umstellung des Lebenswandels erreichen, dass der Reflux weniger wird. Also da steht an ganz oberster Stelle Abnahme bei Übergewicht, dass Übergewicht ein wichtiger Faktor ist, dass sowas auftreten kann, dass sowas begünstigt wird und auch verstärkt wird. Also übergewichtige Patienten haben nicht alle Reflux, das soll nicht so verstanden werden, aber ich kann, wenn Reflux vorliegt und kombiniert ist mit Übergewicht, eventuell die Refluxproblematik deutlich verbessern, wenn ich normalgewichtig bin. Man sollte auch gucken, dass eine gute Verdauung vorliegt, weil einfach der Verdauungsmechanismus verbessert wird. Es ist kein direkter Zusammenhang, aber es hat sich eben gezeigt, dass Leute obstipiert sind, also Verstopfung haben oder so Probleme haben mit dem Stuhlgang, also Verstopfungsneigung haben, dass dort auch vermehrt Reflux auftritt. Deshalb ist eine ballaststoffreiche Kost zu empfehlen. Und auch ganz banale Sachen, wenn man zu viel isst, was man sich ja schon gemeinhin vorstellen kann, man überlädt die Nahrung, wenn man isst und isst und trinkt, ist der Magen halt relativ schnell gefüllt, entleert sich nicht so zeitgerecht. Auch ein spätes Abendessen, eine füllige Mahlzeit kann zu Problemen führen. Dann in Kombination mit viel Trinken kann dann letztendlich in der Nacht zu diesen Beschwerden führen oder am nächsten Tag. Und da ist es dann vielleicht sinnvoll, wenn man sagt, wie kann ich aktiv ohne Medikamente was ändern, dass man vielleicht überlegt, ich esse ein bisschen früher vorm ins Bett gehen oder lege Zwischenmahlzeiten ein, indem ich eben kleinere Mahlzeiten einnehme. Auch so banale Sachen wie enge Kleidung, zu enger Gürtel, zu enge Hose, zu enger Rock, kann auch manchmal einen Druck im Bauch erhöhen, die auch dann vielleicht den Druck auf den Magen erhöhen und den
den Mageninhalt dann auch Richtung Speiseröhre drücken. Auch sowas, es klingt banal, aber es ist durchaus zu erwähnen und auch vielleicht bei Patienten, die Probleme damit haben, anzuwenden, dass man mal darauf achtet, vielleicht geht es mir damit besser, wenn ich nicht so meinen Gürtel vielleicht ein Loch weiter halte. Aber das ist etwas, was man beachten muss. Ganz wichtiger Aspekt, da komme ich nochmal auf das Hochrutschen der Speise in die Speiseröhre zurück, dass wenn man das Gefühl hat, immer nachts tritt das auf, auch im Zusammenhang mit späten Mahlzeiten, dass man dann überlegt, ob man sein Kopfteil nicht, sein Kopfende vom Bett nicht etwas erhöht, also so 30 Grad erhöht mit einem Keil oder mit vielleicht auch einem verstellbaren Lattenrost, dass man dann etwas erhöht schläft mit dem Kopf und dann einfach den mechanischen Vorgang des Hochrutschens verhindert oder größtenteils verhindern kann und dann nicht die Gefahr ist, dass Speise in den Mund gelangt oder sogar dann in die Luftröhre, wie ich ja schon beschrieben habe. Und dazu gehören natürlich auch provozierende Körperhaltung, also die provozierende Haltung, die ich per se als Problem, wenn man sich nach vorne beugt, um irgendwas zu machen, man sitzt, ist im Garten, schneidet irgendwie eine Pflanze, beugt sich dabei nach vorne oder repariert was oder beim Saubermachen. Das sind typische Körperhaltungen, wo man sich nach vorne beugt, wie auch beim Schuhe zu binden. Das provoziert einen Reflux. Damit können wir sozusagen auch arbeiten, indem wir dann nachfragen, haben Sie das besonders in diesen Körperhaltungen? Aber wenn man das hat, dann kann man eben versuchen, auch diese Haltung zu vermeiden oder zumindest teilweise zu vermeiden. Man kann auch den Verschlussmechanismus, der geschwächt ist, vielleicht stärken oder Substanzen weglassen, die diesen Mechanismus verschwächen. Da wäre natürlich an allererster Stelle, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, Nikotin und Alkohol zu nennen. Also gerade auch, wenn man schönes Abendessen hat und man trinkt dazu meinetwegen Schnaps und noch einen Schnaps und so, kann das durchaus dazu führen oder Wein und Bier oder was auch immer, dass das dann sozusagen zur Konsequenz hat, dass man das Gefühl hat, das habe ich nicht so vertragen, weil ich so ein saures Aufstoßen habe oder so ein Brennen hinterher nach dem Abendessen, unwohles Gefühl, dann ist das sicherlich etwas, was man durch vielleicht reduzierten Genuss oder besserer Verteilung vielleicht verhindern könnte. Genauso wie sehr fetthaltige Nahrung, so Süßigkeiten können auch zur Schwächung des Verschlussmechanismus führen, genauso wie Kaffee. Bestimmte Medikamente, da müsste man in den Beipackzettel gucken oder mit dem Arzt sprechen, der einem das Medikament verschrieben hat, ob das eine Auswirkung auf den Verschlussmechanismus im Übergang Speiseröhre zum Magen hat. Also mehrere Aspekte, die man selber beeinflussen kann, auch steuern kann, ohne gleich einen großen Abstrich seiner Lebensqualität zu führen. Stress ist natürlich ein ganz besonderer Faktor. Das werden möglicherweise Leute, die mit Reflux lange leben, auch selber schon gemerkt haben, dass wenn ich den Stress reduziere oder entspannter bin, dass vielleicht gar nicht mehr diese Problematik so stark ist, wie als wenn man jetzt im Dauerstress ist. Wenn das ist etwas, was ich glaube, heutzutage wenig Beachtung findet, die letzten beiden Bilder, die ich gezeigt habe, dass man sich da auch Mühe gibt, vielleicht so in seinem Lebenswandel, in dem, was man so zu sich nimmt, vielleicht schon mal überlegt, was kann ich da verändern? Das ist etwas, was teilweise nicht in der Medizin gar nicht mehr so berücksichtigt wird, aber ich glaube, dass es wert ist, das zu berücksichtigen, dass man da einfach guckt, wo kann ich an meinem Lebenswandel was ändern, damit es mir besser geht? Das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so. Aber wenn es jetzt bei Reflux ist, ist das, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, den man nicht außer Acht lassen kann. Einfach ist es natürlich, und das ist natürlich auch die Hauptbehandlungsstrategie, und da haben wir Gott sei Dank sehr, sehr potente Medikamente. Das sind die Protonenpumpenhemmer, die sozusagen mit hoher Effektivität diesen Reflux oder die Refluxbeschwerden verhindern können oder verbessern können. Es ist so, dass dadurch der Reflux oder dieser Pathomechanismus nicht verändert wird, aber das, was hochrutscht oder was
was an Flüssigkeit in die Speiseröhre ist, ist halt eben durch die Säurereduktion deutlich weniger aggressiv. Und auch die Magenentleerung findet vielleicht effektiver statt, wenn durch die Protonpumpe die Magensäure reduziert wird. Also das sind sozusagen, das ist das klassische Medikament, was wir, wie gesagt, eingangs auch schon gesehen haben, durchaus auch einsetzen dürfen, indem man einfach sagt, ja, es klingt alles nach einer Refluxerkrankung, nehmen Sie das Medikament mal 2 oder 4 Wochen und wenn Sie dann keine Beschwerden haben oder eine deutliche Besserung haben, dann haben Sie diese Erkrankung. Aber nochmals, das würde mir persönlich nicht ausreichen. Man sollte auf jeden Fall immer nochmal eine Magenspiegelung machen, um andere Dinge sicher ausschließen zu können. Nun berichte ich Ihnen ja von dieser Erkrankung nicht als Internist, der genauso oder Gastroenterologe, der Spezialist für Magen-Darm-Krankungen, der auch diese Spiegelung durchführt. Das sind sozusagen die Methoden, die dann von Seiten der konservativen Therapie angewendet werden. Wir als Chirurgen sind aufgefordert, auch zu überlegen, ob man solche Erkrankungen nicht auch operativ angehen kann. Und da gibt es durchaus Patientengruppen, die dafür in Frage kommen. Das ist sozusagen hier als Antirefluxchirurgie bezeichnet, also diesen Reflux sozusagen verhindern, indem man durch eine Operation diesen Verschlussmechanismus stärkt bzw. repariert. Das ist häufig bei Patienten, wo die Erkrankung sehr schnell fortschreitet, schon deutliche Funktionsdefekte vorliegen, die Schleimhaut schon geschädigt ist, da ist dort zu überlegen, ob man das macht. Auch bei Patienten, die einen hohen Reflux haben, also viel Flüssigkeit aufstoßen und auch viel so in den Mund zurückbekommen, häufig aspirieren, also die Flüssigkeit dann auch in die Lunge gerät oder auch schon Speise zurückrutscht, die man gerade verdaut hat. Also das ist bei größeren Zwerchfellhernien der Fall. Auch da ist dann an eine Operation zu denken. Oder auch alternativ, wenn mit dem Patienten mit dem Medikament, was eigentlich die Therapie der Wahl ist, nicht zurechtkommen kann, weil man es sehr, sehr lange nehmen muss. Die Refluxerkrankung geht ja spontan nicht wieder weg, sondern man muss es wahrscheinlich, wenn man nicht seinen Lebenswandel so umstellen kann und dadurch einen positiven Einfluss auf die Erkrankung hat, dann ist das etwa, muss man davon ausgehen, dass Medikamente dauerhaft eingenommen werden können. Und da ist natürlich immer zu überlegen, was für Nebenwirkungen die haben könnten. Ist meine Lebensqualität dort ausreichend gut? Und es gibt auch Regionen der Welt, wo diese Medikamente gar nicht zur Verfügung stehen oder nur in geringen Mittelmöglichkeiten oder die Betroffenen gar nicht an diese Medikamente rankommen. Auch da ist dann die Therapie der Wahl durch einen einmaligen Eingriff, die Erkrankungen sozusagen zu beherrschen. Nochmal einen Schritt zurück, bevor ich nochmal auf die Operationstechnik eingehe. Und da hatte ich ja in den ersten Bildern auch gesagt, dass ich auf bestimmte Untersuchungsmethoden noch eingehen werde, die man ergänzend durchführen kann. Also die Hauptbestandteile der Klärung, ob eine Refluxerkrankung vorliegt oder nicht, ist einmal die Krankengeschichte und die Magenspiegelung. Untersuchen muss man den Patienten natürlich auch, aber man wird nicht so viele Befunde finden, außer jetzt zum Beispiel, wenn die Lunge befallen ist, die Atemwege befallen sind, der Kehlkopf befallen ist. Das sind alles Befunde, die ich auch im Rahmen der Untersuchung feststellen kann. Auch der Bauch wird natürlich abgetastet von uns, aber da findet man nicht so was Fassbares. Wenn man sich nicht sicher ist, ob die Speiseröhre wirklich da ein Problem hat oder der Übergang Speiseröhre-Magen, dann kann man weitere Untersuchungen anstellen, insbesondere auch, wenn man überlegt, ob die Speiseröhre nicht ein anderes Problem hat. Und da hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass die Kontraktion der Speiseröhre sehr gerichtet ist. Und wenn das gestört ist, da hatten wir ja schon das Extrembeispiel kennengelernt, dass es zum Spasmus kommen kann und dann diese sogenannte Achalasie auslösen kann, da kann man mit speziellen Sonden, die den Druck in der Speiseröhre aufnehmen können, der entsteht, wenn man schluckt, messen, ob die Speiseröhre eine koordinierte Schluckvorgang, also Kontraktionsvorgang hat
Ja oder nein, das ist eine sogenannte Speiseröhrenmanometrie. Ist etwas unangenehm, weil der Patient einen Schlauch stucken muss, der in der Speiseröhre steckt. Aber mit Hilfe dieses Schlauchs kann man eben, wie die Pfeile zeigen, diesen Kontraktionsmechanismus messen. Ob der gerichtet ist, ob der gestört ist, wo er gestört ist. Man sieht hier auch sehr schön, dass es zwei verschiedene Schichten an Muskeln gibt. Es gibt eine innere Muskelschicht, die so eher kreisförmig funktioniert, und dann eine äußere Schicht Muskulatur, die in gerichtete Richtung kontrahiert. Also mit dieser Methode lässt sich relativ gut die Kontraktion nachweisen, auch in dem ganzen Verlauf der Speiseröhre, und sieht dann sozusagen, ob sich pathologische Veränderungen vorliegen oder nicht. Da muss man sehr, sehr gut hinhören, wie gesagt, bei der Anamnese, was erzählt der Patient? Denn man kann dem Patienten sehr schaden, wenn man jemanden operiert, weil man sagt, der hat eine Refluxerkrankung, alles klar, und der hat noch ein ganz anderes Problem, insbesondere bei der Funktion der Speiseröhre. Dann wäre sozusagen eine operative Maßnahme, die ich gleich darstellen werde, kontraproduktiv zu den. Also man muss relativ sicher sein, dass eine Refluxerkrankung vorliegt in klassischer Weise. Wenn irgendein Hinweis darauf führt, dass das nicht so passt, muss man eben diese weiteren Untersuchungen machen, und dann kann man möglicherweise auf ganz andere Probleme stoßen, insbesondere eben zum Beispiel eine Koordinationsstörung der Kontraktion der Speiseröhre. Eine auch sehr sinnvolle Methode ist sogenannte pH-Metrie, die ich sehr faszinierend finde, weil man doch relativ gut nachweisen kann, dass Reflux stattfindet. Und zwar handelt sich um eine Sonde, die über die Nase eingeführt wird und etwas oberhalb der Speiseröhre platziert wird. Man sieht das hier. Hier wird gemessen an diesem Punkt, wie der pH-Wert ist. Der pH-Wert ist, das weiß man vielleicht noch aus, ja, in der Schule wird dann mal besprochen, dass der Magensaft sehr sauer ist und die Säfte in der Speiseröhre eben einen anderen pH-Wert haben. Das heißt, ich kann mit der Sonde relativ gut bestimmen, ist die Sonde jetzt im Magen oder ist sie in der Speiseröhre, und kann sie so platzieren, dass sie etwas oberhalb des Verschlussmechanismus liegt. Und wenn immer Speise hochrutscht, wird das in der Sonde registriert, dass da plötzlich saure Werte auftreten, also niedrige pH-Werte, die normalerweise für diese Region nicht normal sind. Das heißt, man bekommt eine Kurve oder einen Wert, der mir sagt, ah, in diesem Moment ist saure Flüssigkeit hochgerutscht und und das kann ich mit meiner Sonde messen, dass da in diesem Bereich plötzlich ein anderer pH-Wert liegt als normal. Und das heißt, hier hat ein Reflux stattgefunden. Das Ganze wird über 24 Stunden gemessen, über einen Computer aufgenommen, wo dann diese pH-Werte aufgezeichnet werden und ich dann sagen kann, in den und den Stunden hat ein Reflux stattgefunden, und der Reflux ist definiert durch die Messen des niedrigen pH-Werts. Dann muss der Patient dazu ein Tagebuch führen, also ein 24-Stunden-Tagebuch, in dem er aufschreibt, was er gegessen hat, was er gerade gemacht hat, wann er Beschwerden hat und ob er geschlafen hat, gelegen hat, gesessen hat. Und dann wird diese Kurve, die sozusagen entsteht durch die Messung im Zusammenhang mit seiner aktuellen, mit dem Tagebuch gebracht. Und dann kann man eben sagen, aha, hier haben vermehrte Reflux stattgefunden, hier ist der pH-Wert sauer geworden, als er gelegen hat oder als er gegessen hat. Und das sind sozusagen Kriterien aus den Daten, indem man sozusagen dann Faktoren schaffen kann, sagen kann, ja, da liegt ein vermehrter Reflux vor, der ist deutlich verändert im Vergleich zu dem Normalbefund. Und das ist ein weiteres Kriterium, was uns unterstützen kann, dass man hier eben eine Refluxerkrankung hat. Sicherlich würden Sie jetzt fragen, warum macht man das nicht bei jedem? Das ist eine sehr aufwendige Untersuchung. Das ist auch unangenehm, 24 Stunden eine etwas starrere Sonde zu tragen, sodass wir sagen können, viele, viele Patienten oder bei vielen Patienten können wir rein anhand der Krankengeschichte, der Untersuchung und der Magenspiegelung sagen, da liegt eine Refluxerkrankung vor. In speziellen Fällen,
wo man hellhörig werden muss oder hellhörig geworden ist, dann sagt, das passt alles nicht zusammen. Da würde man dann auf diese Untersuchung zurückgreifen, also auf die Manometrie und auf die PH-Metrie, um dann konkretere Daten zu haben. Die können die Refluxerkrankung unterstützen, indem alles dafür spricht, dass Reflux vorliegt. Aber es kann auch sein, dass eben ganz andere Befunde zutage gefördert werden, die dann eine ganz andere Behandlungsstrategie nach sich ziehen. Also wenn wir sagen, wir operieren, dann tun wir häufig sehr Gutes für die Patienten, wenn sie schon vorher sehr gute Wirkung mit den Medikamenten PPIs hatten, wenn die pH-Metrie eindeutige Befunde gezeigt hat. Das ist logisch. Wir können relativ gut messen, wo Reflux ist mit der pH-Metrie. Und wie gesagt, ganz klassisch, auch für mich sehr wichtig, diese typische Reflux-Symptomatik und das Provozieren, wie ich das ja schon gesagt habe, wie zum Beispiel beim Schuh zu binden. Gut, jetzt kommt der Chirurg zum Einsatz. Wir können sozusagen diesen Mechanismus, der gestört ist, den Übergang vom Speiseröhre zum Magen unterstützen bzw. verbessern, indem wir dort einen Teil des Mageneingangs um den unteren Teil der Speiseröhre schlagen oder herumführen. Das ist sozusagen eine Entwicklung, die sich über Jahre gezeigt hat, dass es verschiedene Mechanismen gibt oder verschiedene Formen. Man kann den Teil des Magens nur teilweise herumschlagen, man kann ihn vorne um die Speiseröhre, hinten um die Speiseröhre, also es gibt verschiedene Varianten. Die klassische Form ist sozusagen die 360-Grad-Funduplikatio nach Herrn Nissen und Demeester, die das entwickelt haben. Aber es gibt eben auch Varianten, die leider, wie es in der Medizin häufig so ist, wenn es immer Varianten gibt und auch andere Methoden, dass immer ein Hinweis sein kann, dass die eigentliche gängige Methode nicht so die hundertprozentige Methode ist. Es ist eine sehr gute Methode, aber bringt nicht allen Patienten, wie wir gleich sehen werden, den hundertprozentigen Erfolg. Deshalb ist es immer wieder zur Abwandlung zu bestimmten Abwandlungen gekommen, die man hier sozusagen zu erkennen hat. Ich zeige das gleich nochmal. Also klassischerweise ist das, was Herr Nissen, hier seine Geburtsdaten, entwickelt hat, er nimmt den oberen Anteil des Magens, also der sogenannte Fundus, und führt sozusagen eine Manschette hier herum, vernäht das und hat einen Verschluss, der 360 Grad ist, wie hier aufgeführt ist. Und dieser Vorgang hat zu einer Verstärkung dieses Verschlussmechanismus geführt oder führt dazu, sodass die Speise aus dem Magen nicht mehr in die Speiseröhre rutschen kann. Was hier nicht aufgeführt ist, dass wir auch bei einem Zwerchfellbruch auch immer die Zwerchfelllücke verschließen, sodass der Übergang unterhalb des Zwerchfells bleibt und nicht wieder oberhalb nach oben rutscht und dann diesen Mechanismus wieder stören kann. Also Herr Nissen hat hier eine große Leistung gebracht, dass er eben sich darüber Gedanken hat, was kann ich verändern, damit der Mechanismus wieder gestärkt wird. Und man sieht, dass hier sozusagen durch natürliche Anteile der Verschlussmechanismus gestärkt wird. Hier ist das Zwerchfell, das bleibt unterhalb des Zwerchfells. Man näht auch Teile dieser Manschette an das Zwerchfell an. Man kann es, wie gesagt, ein bisschen variieren in der Anlage, wie zum Teil hier eben nicht komplett um die Speiseröhre. Das ist also ein bisschen auch unterschiedlich, wie man selber seine Ergebnisse beurteilt. Man beobachtet seine Patienten dann auch noch und kann dann auch ein bisschen das variieren. Abschließend nochmal eine Abbildung, wo man eben erkennen kann, dass Patienten, die so eine Funduplikatio, wie sie sich genannt wird, eben langsam über Jahre doch deutliche Besserungen erfahren und dadurch eben eine Verbesserung der Erkrankung und dann auch nicht mehr auf Medikamente angewiesen werden. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück zu dieser Operation. Man muss in der Historie bedenken, dass das, was Herr Nissen entwickelt hat, so in den 1960, 1970 entwickelt worden ist, da ist das immer durch einen großen Bauchschnitt angelegt worden. Das ist auch eine Region, die gar nicht so leicht zugänglich ist. Deshalb muss der Bauch
doch erheblich aufgeschnitten werden. Und das Ergebnis ist nicht immer so erfolgreich gewesen, dass man sagen kann, mit der Operation kann man allen helfen. Es ist, ein Teil der Patienten bleibt unzufrieden, sie haben weitere Flux oder haben das Gegenteil, haben Probleme, Speise runterzuschlucken und sozusagen einen gegenteiligen Effekt. Dann sind in den 80er, 90er Jahren die Protonpumpenhemmer entwickelt worden und haben sozusagen die chirurgische Maßnahme weit nach hinten gedrängt und gesagt, das ist etwas, was nur mit Medikamenten behandelt werden, das braucht man gar nicht mehr operieren. Das war lange so, dann ist man aber zu der Erkenntnis gekommen und auch im Zusammenhang mit der minimalinvasiven Chirurgie, die sich entwickelt hat über Leistenbruchchirurgie, Gallenblasenentfernung, die minimalinvasiv mit Schlüssellochtechnik. Und dann ist man dazu übergegangen, auch diese Operation mit Schlüssellochtechnik zu machen. Und was bei weitem besser durchzuführen ist, weil man mit der Kamera viel besser diese Region angucken kann, mit den Instrumenten das viel besser versorgen kann. Und das Trauma, also der Zugang, das Zugangstrauma wesentlich geringer ist, sodass diese durch die Medikamente zurückgedrängte Operation wieder eine Renaissance erfahren hat und in ausgewählten Fällen wieder angewendet wird. Natürlich in verschiedenen Techniken, wie ich gesagt habe, entweder 360 Grad oder 270 Grad, das ist dann etwas individuell vom Operateur abhängig, aber eben aufgrund der Möglichkeit, das minimalinvasiv durchzuführen, ist das wieder ein durchaus probates Verfahren, mit dem man einen gewissen Teil der Patienten versorgen kann. Und da hat sich jetzt in den letzten fünf bis acht Jahren eben auch das Roboter, das Verfahren mit dem Operationsroboter etabliert, dass man auch damit diese Operation mit sehr, sehr guten Ergebnissen durchführen kann. Damit bin ich mit meiner Präsentation am Ende und bin gespannt auf Ihre Fragen. Also, Sie sind herzlich eingeladen, zu diesem Thema Ihre Fragen oder bei Fragen zu dem Vortrag oder persönlichen Erfahrungen darzustellen, die ich gerne beantworten würde. Ja, eine Frage einer Zuhörerin ist, dass Nebenwirkungen durch PPIs sind relativ selten, aber Osteoporose ist sicherlich eines der Haupt. Da bin ich jetzt als Chirurg nicht so ganz versiert, was es für mich, aber da gibt Patienten, die vertragen das Medikament nicht. Und aber es ist ein Medikament, was jetzt relativ gut von vielen, vielen Patienten war, so dass man da jetzt an Nebenwirkungen nicht so große Sorge haben muss. Dann eine weitere Teilnehmerin. Ich habe. Ja, da wird von einer weiteren Zuhörerin gefragt, wie das Brennen im Hals, im Kehlkopf verhindert werden kann oder was man tun kann, dass das nicht auftritt. Also sicherlich ist, wenn man diese Probleme hat, dass man das einmal vom Hals-Nasen-Ohrenarzt auch mit angucken lässt. Das ist ja der Spezialist, der sozusagen in den Rachen gucken kann mit entsprechenden Instrumenten auch und die Rötung feststellen kann und dann auch sagen kann, hier liegt eine Entzündung vor. Und dann muss man eben auch diskutieren, ob diese Entzündung vielleicht durch nächtlich hochrutschende Speise oder Mageninhalt, der eben sauer ist, diese Schädigung ausgelöst haben kann. Also das ist etwas. Was kann man aktiv dagegen tun? Ja, hatte ich ja das ein oder andere empfohlen, dass man zum Beispiel guckt, ob man nicht den Oberkörper beim Schlafen erhöht durch ein Keilkissen oder durch hochstellendes
des Lattenrostes, wenn das möglich ist, natürlich nicht bei allen Betten möglich. Das könnte eine Besserung bringen, wenn man das Gefühl hat, da rutscht tatsächlich Speiseröhre. Man guckt, ob man vielleicht nicht das Armbrot zu spät einnimmt. Das wären so Möglichkeiten. Aber wichtig ist, dass diese Veränderungen im Hals eben auch fachärztlich mitbeurteilt werden. Ja, wenn eine wenn ein Barrett bekannt ist, dann ist, denke ich, eine jährliche Kontrolle sinnvoll. Die Kontrolle wird ja von dem Gastroenterologen, also unserem Partner, mit dem wir eng zusammenarbeiten, durchgeführt. Das ist ja häufig eine ambulante Maßnahme, die Magenspiegelung. Und dort wird der Gastroenterologe dann sagen, ja, die Befunde sind relativ stabil, dann kann diese Kontrolle auch verlängert werden, dass man sagt, kommen Sie in 3 Jahren wieder. Aber wenn man diese Barrett-Schleimhaut hat, dann sollte man zunächst erstmal eine jährliche Spiegelung machen. Wenn der Kollege, der das jährlich sieht, sagt, ja, das braucht man jetzt nicht mehr, das verändert sich nicht und die Refluxbeschwerden vielleicht oder die Refluxproblematik auch gut in den Griff gekommen ist durch eine Operation oder durch Medikamente oder durch Umstellen des Lebenswandels, dann kommt sowas auch zur Ruhe, das heilt nicht hundertprozentig ab, aber kommt zur Ruhe. Das kann auch mit in die Kontrolle einfließen, aber in der Regel würde ich das jährlich kontrollieren. Also eine eindeutige Rückbildung wird gefragt, ob sich das zurückbilden kann. Das ist selten, dass sich das zurückbilden kann. Es kann der Fortschritt aufgehalten werden, aber ganz zurückbilden wird es sich nicht. Eine weitere Frage von einem Teilnehmer ist, ob es einen Refluxschrittmacher eingesetzt ist. Es gab eine Firma, die sowas eingesetzt hat, die eine Stimulation der Muskelregion in dem Übergang Speiseröhre zum Magen etabliert hat. Aber das hat sich als Verfahren nicht durchgesetzt und die Firma gibt es nicht mehr, sodass dieser Schrittmacher in diesem Bereich nicht mehr zur Verfügung steht oder nicht mehr angewendet werden kann. Also mir ist kein Verfahren in dem Bereich bekannt. Ja, es wird nochmal gefragt von einer Zuhörerin, ob Omeprazol 20, das ist so die gängige Dosierung, Omeprazol 20 Milligramm als einmalige Einnahme. Das kann man auch steigern. Es gibt auch verschiedene Präparate, Pantozol, Pantoprazol. Da gibt es auch tatsächlich Unterschiede von der Verträglichkeit. Man kann das auch teilweise sehr steigern, also mir ist es zum Beispiel von Pantozol bekannt, dass man das 2x40 nehmen kann bei Bedarf. Das sollte nicht dauerhaft sein, aber das ist möglich. Das würde man dann aber immer in Absprache mit dem Arzt, der es einem verschrieben hat, machen, dass man das sagt, okay, ich steigere das mal für eine gewisse Zeit. Das ist sicherlich möglich, ist aber auch von Präparat zu Präparat unterschiedlich. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Verträglichkeiten. Manche vertragen Omeprazol nicht, haben nicht so eine gute Wirkung, nehmen dann lieber Pantozol oder Pantoprazol. Da kann es Unterschiede auch in der Wirksamkeit sein bei den einzelnen Patienten. Jetzt wird eine weitere Frage hier beim. Also wird gefragt, dass das Essen nicht so gut runterrutscht und auch Schmerzen dabei entstehen und sich auch viel Spucke im Mund ansammelt. Das ist für mich immer so eine, wäre natürlich, wenn der Patient mir gegenüber sitzt und die Patientin würde ich natürlich fragen, hatten Sie schon mal in der letzten Zeit eine Magenspiegelung? Wenn das nicht der Fall ist,
würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil wenn ein Arzt hört, dass die Speise nicht richtig runterrutscht oder es da Probleme gibt oder das auch nochmal in Kombination mit Schmerzen hinterm Brustbein oder der Patient berichtet, dass er für festere Speisen insbesondere diese Probleme hat, das ist immer so ein Warnsignal oder eine Angabe, die einen so ein bisschen aufhorchen lässt und sagt, da muss man unbedingt eine Magenspiegelung machen, um sicher zu sein, dass dieser Weg frei ist. Wie ich ja schon gezeigt habe, können eben auch Tumoren sowas verhindern. Das soll nicht heißen, dass diejenige, die jetzt die Frage stellt, dass da ein Tumor hintersteckt, aber das müssen wir einfach sicher ausschließen und das kann man nur durch eine Magenspiegelung oder durch ein Röntgen, aber die Magenspiegelung ist die Methode der Wahl. Wenn Speise dann nicht richtig runterrutscht, staut sie sich natürlich. Spucke staut sich, die produziert man ja automatisch, die schluckt man auch unwillkürlich runter. Und das Gestaute rutscht dann natürlich wieder nach oben. Und man hat dann sozusagen auch ein unwillkürliches, vielleicht auch Erbrechen, wenn sich das so eruptionsartig entleert in den Mund. Also wichtig für uns ist, was berichtet der Patient, genau hören, bei welchen Problemen, wann man welche Probleme hat mit der Nahrungsaufnahme, wann dieser Reflux entsteht, ist er nächtens, ist er am Tag, ist die Lebensqualität dadurch sehr eingeschränkt, was kann ich verändern, wie kann ich das schon selber beobachten, wenn ich jetzt viel gegessen habe, Fett gegessen habe, viel getrunken habe, kann ich das beeinflussen? Trotz alledem ist sicherlich auch das durch den Hausarzt oder den Gastroenterologen kontrollieren zu lassen und im Zweifel eben auch eine Magenspiegelung zu machen. Das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Methode, die diese Erkrankung bestätigt, sie vielleicht auch gewisserweise ausschließt. Aber das ist, sollte bei, gerade bei Einschränkung der Lebensqualität, durchgeführt werden. Eine weitere Frage, wie lange krank nach Fundoplikatio, Krankenhausaufenthalt? Also wir haben unsere Besprechung in einer Sprechstunde, da wird dezidiert das Krankheitsbild besprochen und die operative Maßnahme, hier heute im Wesentlichen minimal invasiv in Kombination mit dem Operationsroboter. Da kommen die Patienten zur OP für die Fundoplikatio am Tag der OP nüchtern und gehen meistens 3 bis 4 Tage später wieder nach Hause. Das bedeutet aber nicht, dass man dann gleich wieder seine Arbeit aufnehmen kann. Also ich erwarte da eine weitere Erholung zu Hause von 1 bis 2 Wochen, mindestens, wenn nicht sogar 3 Wochen, bis man dann wieder arbeiten kann. Normalerweise stellt sich die Besserung sofort ein. Wir empfehlen dann auch die Medikamente, die man bis zur Operation wahrscheinlich eingenommen hat, dann wegzulassen. Und die Funktion der Fundoplikatio, also die Problematik des Refluxes, sollte dann eigentlich behoben sein. Es kann allerdings sein, dass eben das Schlucken von festen Speisen noch ein bisschen problematisch ist. Deshalb fangen wir auch den ersten oder zweiten Tag, geben wir dem Patienten eher noch flüssige Speise zum Essen, um einfach noch ein bisschen den Übergang zu schonen. Und wenn dann das gut toleriert wird, dann isst man wieder ganz normal. Und wenn das gut funktioniert, dann erwarten wir da auch keine weiteren Probleme. Es kann aber, wie gesagt, am Anfang ein bisschen beschwerlich sein, die Nahrungsaufnahme.
Ja, wenn dann keine weiteren Fragen sind, dann verabschiede ich mich und möchte Ihnen einfach auf den Weg senden, dass wir mit für Sie jederzeit in unserer Sprechstunde zur Verfügung stehen. Wenn Sie, nehmen Sie Kontakt mit unserem Sekretariat auf oder unser Aufnahmezentrum. Da können wir Sie gerne zu einem Gespräch an, wenn Sie Probleme haben mit Reflux, und stehen Sie dort gerne mit unserem Fachwissen zur Verfügung. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend.